Guten Morgen! Heute ist ein neuer Tag und ich mache heute einen Vlog. Denn wir haben heute einen Auftritt. Und da würde ich euch gerne mitnehmen. Ich bin heute auf der Ausbildungsmesse der VR Bank in Husum. Und diese Veranstaltung nennt sich Nacht der Bewerber. Und genau, da spielen wir heute Abend zweimal und dann fahren wir wieder zurück. Und ja, jedenfalls, ich werde jetzt wie üblich, boah, Alter, ich habe schon wieder Schleim, hört ihr das? Ich werde jetzt frühstücken, ich habe gerade schon Kaffee aufgesetzt und geduscht und so weiter. Und dann werde ich mich schminken und dann ist es bestimmt auch schon 3 oder 4. Aber ich bin immer so super langsam im Frühstücken und deswegen... dauert das vielleicht so lange. Aber jetzt rede ich auch schon wieder richtig viel Scheiße. Der Vlog wird wieder endlos lang. Ohne Grund. Boah, ich bin echt nicht scharf, oder? Ich kann hier so in meinem Display mal sehen, aber ich weiß nicht, keine Ahnung, ich finde es nicht erkennen. Ich habe auch schon geplant, was wir Samstag für ein Video machen. Ich hoffe, es wird euch gefallen, aber ich werde noch nichts verraten. Aber falls ihr dieses Video gerade schaut und euch ist langweilig... Nicht, weil das Video so langweilig ist, sondern halt einfach so. Dann schreibt mir doch gerne mal so ein paar Wer-würde-eher-Fragen an mich und Tobi. Ich habe etwas geplant mit Tobi, davon weiß er noch nichts. Hallo? Was macht ihr da? Mein Baby. Baby und Fredo, ihr seid so hübsch. Die sehen so hübsch aus in der Sonne. Guck mal, unser Wasserhahn macht seit gestern irgendwie so komische Geräusche, wenn man ihn anmacht. Und dann tropft der. Wenn man ihn ausmacht, läuft es da runter. So Leute, das ist mein Frühstück, das habe ich mir gestern gemacht. Das ist so glutenfreier Blätterteig mit Spinat, Tomate, Pesto, Zwiebeln und veganem Käse. Davon werde ich jetzt gleich ein Stück essen und dann habe ich mir hier noch einen Salat gemacht und einen Kaffee. Hello Leute, ich habe jetzt das Bett neu bezogen, gefrühstückt, gestaubsaugt, das Bad geputzt. Sehr interessante Sachen, aber ich wollte euch eigentlich mal was zeigen, weil Tobi und ich haben es echt nicht so drauf, uns um unsere Pflanzen zu kümmern. Die sterben alle oder Fred zerstört sie. Soll ich euch die Pflanze mal zeigen? Ich habe sie gerade gegossen. Ich hoffe, sie steht wieder auf. Ist die Pflanze? Ist das nicht schrecklich? Toll, oder? Thank you.
nicht verheilen. Kleines Update mit der Pflanze. Sie steht wieder. Wie eine 1.